Ist der Redner Klaus-Uwe Feichtinger, Umweltsprecher von der SPÖ. Ich möchte jetzt als nächsten Redner den Herrn Abgeordneten Dr. Klaus-Uwe Feichtinger sprechen. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, you cannot build a wall against climate change. Für mich die prägnanteste Aussage, die im Rahmen einer interparlamentarischen Konferenz bei der COP22 in Marrakesch gefallen ist. Die Aussage wurde gemacht als Reaktion oder im Zusammenhang mit dem Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA. Und damit sind wir wieder bei der UG 43 beim Umweltbudget, welches für das Jahr 2017 mit knapp über 600 Millionen Euro veranschlagt ist. Jetzt ist es den einen um vieles zu wenig, den anderen gerade genug. Der Bundesminister hat aber im Vorfeld ein 100 Millionen Euro schweres Klimaförderungspaket, welches zusätzlich stattfinden wird, angekündigt. Dieses Paket soll aus Rücklagen finanziert werden, die vom Bundesminister für Finanzen bereits freigegeben worden sein sollen. Drei Schwerpunkte wurden hier genannt: die thermische Sanierung, die Elektromobilität und erneuerbare Energieträger, für die diese 100 Millionen eingesetzt werden sollen. Abgewickelt laut dem Herrn Bundesminister im Ausschuss über die Umweltförderung im Inland. Die Details sollen sich in Ausarbeitung befinden. Mit den entsprechenden Mechanismen beim Wohnbau hat er von einer 15a-Vereinbarung gesprochen. Herr Bundesminister, wir hoffen auf eine rasche und vollständige Umsetzung dieses angekündigten Paketes und würden uns wünschen, dass damit nachhaltige, qualitativ hochwertige Green Jobs geschaffen werden. Die Klima- und Energiestrategie war ja auch schon im Zusammenhang mit der ersten Lesung ein Thema. Und im Zusammenhang damit wurde der Green Climate Fund angesprochen. Es war angekündigt, die Dotierung unter Beteiligung der Wirtschaft und der Bundesländer zu erhöhen. Herr Bundesminister, ich darf Sie zitieren. Sie haben im Ausschuss gesagt, Ihre Bemühungen waren hier nicht von großem Erfolg gekrönt. Ich darf Sie höflichst ersuchen, Ihre Bemühungen hier wieder zu intensivieren. Danke sehr. Klaus-Uwe Feichtinger von der SPÖ weist darauf hin, dass zusätzlich zum Umweltschutzbudget in diesem Bereich weitere 100 Millionen Euro in Form eines Klimaförderungspaketes investiert werden sollen.